So, ich gucke erstmal, was es bei Tender World schon wieder gibt. So, was gibt's denn bei So, Tender World? lol. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen, wollte sagen Livestream, nein, Video auf dem YouTube-Channel Game Accounts zu unserem aktuell laufenden Splatfest. Das Thema ist ja Urlaub, Entspannung versus Action. Und ich denke mal, alle, die normal ticken und so wie ich ticken, sind definitiv Team entspannten Urlaub beigetreten. So, Ja. da wir aber alles als nicht entspannt die Gamescom jetzt vor uns haben, seht ihr das Ganze im Nachhinein als Video und eben nicht als Livestream wie sonst immer. Und ich plane 2 Videos zu diesem Splatfest zu machen. Ich werde diesmal solo kämpfen, aber da konnten die anderen trotzdem, glaube ich, beisheunen, weil Gruppe funktioniert. Geht das nicht? Nee, das geht nicht. Ah, aber dann wird das mit Gruppe ein bisschen schwer, weil das Problem ist, irgendwie kommt sonst, glaube ich, gerade keiner. Ah, da fragt da jemand. Moment. Dann mache ich einfach eine Gruppe und danach Dings. Gruppenkampf, wenn es geht. Natürlich wird die Verbindung gerade unterbrochen. Nein, ich will nicht mein eigenes Ding zitieren. So, nächster Versuch jetzt hier. So. Na Leute, während ihr das seht, bin ich hier gesagt gerade auf der Gamescom am Rumwursteln und Arbeiten und allem drum und dran. Und wieso habe ich ein Like auf dem privaten Stream? Das macht gar keinen Sinn. Wirklich. Wow. Privater Stream. Weil ich tue das gerade noch privat streamen, deshalb das gerade funktioniert. Hab 2 Zuschauer und ein Like auf dem privaten Stream. Wow. Das macht null Sinn. Ach, hi Sophie. Ja, ich bin auch mal da. Immer wieder da, sehr schön. So. Sorry, ich war halt in Das. Schule sehr gestresst. Und man darf nicht vergessen, ich hatte gestern auch noch einen Autounfall. Ja. Oh. Okay, geht's dir einigermaßen gut? Ach, weil ich Ja, aber kenne das. ich habe nur eine Prellung. Aber ich habe echt Glück gehabt. Wäre das 1 oder 2 Sekunden zu früh passiert, wäre alles ganz anders abgelaufen. Na, wir hatten vor. Ich nehme gerade Paar auf. Monate her hatte ich auch so einen Unfall gehabt, der war nichts für mich. Naja, so. Ah, volle Kanne Action. Gut, dass wir jetzt mal gegen ein Team spielen, was anderes Team ist. Dass es sowas beim Splatfest überhaupt noch gibt, ist ja unglaublich. Ja. Was hat ihr so für Teams? Ich spiele gar nicht, weil ich bei meinem Vater bin und meine Switch zu Hause vergessen habe. Oh, ja moin. Ja, moin. Ja, also da weiß ich ja schon, dass ich hier entspannt bin. Ja, du hattest es bereits genannt. Die Frage gilt auch so, keine Ahnung, so an die Zuschauer, die das Video im Nachhinein schauen, ob da nicht mir eingefallen, dass da kein Splatfest mehr ist. Weil normalerweise streame ich das selber. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das nicht streame. Ich habe aber immer noch 2 Zuschauer laut Google und das macht überhaupt alles gar keinen Sinn. Naja. So. Wow. 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 So. Ja, alle sagen einfach so, wow. Ansonsten bin ich ein richtiger Hat nur das auch Gamescom-Hype. erlebt, ne? Yay, Nintendo Switch Online Launch. Nice. Ja, Nintendo Switch Online wird eh lustig Ja, werden. ich habe ja auch Nintendo Switch Online App. Ja, also die App ist von Ars, aber online werde ich bezahlen. Ja, hier bei App, hier kamst du, das Bluff ist Kampf, private Kampf, wow. Ach, du bist in dieser App. Ach so. Stimmt, die App benutze ich eigentlich nie, keine Ahnung. Und da kann man theoretisch Voice Chat machen, habe ich noch nie gemacht jetzt so. Ja, ich habe immer Tenterworld-Lieferung damit gemacht. Was, Tinder? Das heißt, naja. So, und wie gesagt, ich nehme das gar nicht so auf, weil wenn ihr das seht, bin ich auf der Gamescom und werde gerade Yay. entweder
bei irgendeinem Game 3 Stunden lang einspielen, um eine 10-Minuten-Demo zu spielen. Oder ich werde gerade irgendwer Abonnenten abfacken, die ich zufällig getroffen habe. Oder ich werde... Was? Nächste Woche Samstag, ich dachte elfmal eine klatschen. Ich weiß. Vorher ist mir so ein richtig drauf, Körper. Ja, ja, lach nur. David. Oh mein aber Gott, der David, ich hab Mitleid mit dir. Und alles drum und dran. Gamescom wird cool. Mitleid. Weißt du? Ich hab Mitleid mit dir. Yay. Yeah, yeah. Danke. Vor allem Samstag kommt, glaube ich, sogar meist Abonnenten. Das wird witzig. Ja, weil Samstag vielleicht keine Schule ist. Richtig. Aber keine ja. Ahnung, es wird cool sein, erstmal alle im Relapse so zu treffen, keine Ahnung. Mhm, ja, ja, ich und David werden höchstens in Relapse treffen. Mal wer weiß. Hello, Darkness, my old friend. You never ever know, vielleicht schafft ihr euren Arsch irgendwann mal in die Nähe von München. Denn ist ja mal alles möglich, man weiß noch nie. Ich war schon mal in München. Kennt ihr den letzten auf Anton-Typ da? Der war ja mal in München, hab ich sogar mal getroffen in München, aber generell gilt keine Ahnung. Gamescom ist die beste Anlaufstelle, um Leute zu treffen oder wenn auch immer zu treffen. Aua. Ich hab mir grad wehgetan. Was dachtest du, nachdem du Aua gesagt hast? Ja, Sophie kriegt gerade ultra viele Nachrichten. Ja, merke ich. Ach, die kommen glaube ich alle aus dem Community-Set. Was halt, ob andere Leute irgendwie schon so im Teamkampf drin sind, das höre ich mal einfach einen von meiner Freundesliste nach und erschreckt die jetzt mal. Ja, wenn du reinkommst, erschrecken die sich auch. Hab aber ich hier steht einfach bei gar keinen, das doch hier. Ich hab mich erschrocken, als du reingekommen bist. Der Florian, der fragt doch, ob noch irgendjemand dazu kann, oder? Irgendwas ist doch da. Ich tue das einfach David. Mal. So, ich habe einen Raum erstellt. Ich tue es hier einfach mal. Oder ist es denn mal ein Raum, da können wir mal schauen, ob die Leute kommen. Oh, ist ja schlecht. Ein Raum. Ihr wisst ja, was das für ein Code ist, ist ja kein Geheimnis. Selber ist dazu bei anderen Leuten auch inzwischen schon aufgetreten. Leute, ich habe einen Raum erstellt, den könnt ihr beitreten, ist der tun, falls irgendwer Bock hat. Das nur als Info, ich habe einen Raum erstellt. So. Oh, ich bin gespannt, wann die Leute schauen. Währenddessen warten wir jetzt kurz. Ja, natürlich konnte ich das jetzt rauscutten hier als Video, weil es ja ein Video ist. Könnte ich einfach einen Cut setzen und dich da rauscutten, aber. Vielleicht bin ich auch so faul. Sophie, wieso lachst du denn wieder so? Weil hier jemand gerade was Lustiges sagt. Die Lache müssen wir auf jeden Fall rauscutten. Ich freue mich ein bisschen auf die Gamescom. Was sagen die 24-7 Dauerlache dann? David, ich schwör nicht. David, mach die Lache raus, sonst wird das Video gesperrt wegen nicht jugendfreundlich. Wenn es dann nur ein oder zweimal, außer es sagt jemand was mega Lustiges oder irgendwas Verrücktes und bringt mich damit zum Lachen. Ja, ist Mayonnaise. Das ist bei dir, glaube ich, sehr einfach, Sophie. Aber okay. Bin mal gespannt. So, einer. Einer fehlt noch, den finden wir. Face ID, geil. Florian schreibt, ich liebe dich. Ey, ich kann einfach nicht mehr. So, ja moin, läuft bei dir. Aber er meint, das ist ein Summer-Split-Fest. Gutes Deutsch ist wieder bei mir. Aber ich hoffe, dass wir einen jetzt hier nochmal finden. Weil sonst ist es ein bisschen blöd, aber ich warte jetzt einfach nochmal kurz. Weil ich frage einfach Leute auf Skype. Dissens wäre, wenn wir halt alle nicht so im Livestream sind. Weil im Livestream kommt immer irgendwie Zuschauer dazu und alles drum und dran. Aber ist das jetzt halt hier. Das geht auch. Oh, Alter, kannst du nicht das Vibrieren irgendwie aushalten? Nein, kann ich nicht. Wirklich? Mut doch einfach ja, die Gamma-Calls-Community-Gruppe. Ja, genau. Es oder gibt wer auch ja immer nicht, so viel Spam macht.
Ey, es gibt da nicht zufällig einen Button, da muss man öfters draufdrücken, dann steht irgendwann lautlos. Das würde ich dir empfehlen, mal Sophie. Das überfordert Sophie total, das zu machen. Ja, zu viel Bildung. Kay ist online hier und sonst gar nicht. Das ist ja mal interessant. Action. Ich hol ins Boot. Ich geh da mal wieder. Ciao. Okay, servus und Abend noch. Tschüss. So. Gut, das kommt jetzt wer? Also, ich glaube, ich mache erstmal einen normalen Kampf, weil bis wir die vier gefunden haben, das dauert zu lang. Ich probiere es einfach gleich nochmal. Warte, jemand will gerade beitreten. Gerade wird jemand beitreten. Das hat in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Oh, dann erstelle ich wieder einen Raum und ich konnte es rein. Das war ein bisschen dumm. Er hat geschrieben, so ich komme. Bestimmt will er jetzt joinen. Dann zu verlassen. So, ihr könnt 1, 2, 3, 4 beitreten. Ja, siehst du? Wusste ich doch, dass er jetzt beitreten wollte. Ja, alle können jetzt beitreten, die wollen. Weil sie sind darum wieder offen. Leider haben wir jetzt erstmal einen verloren, aber der kommt bestimmt wieder. So. Ich meine, alles ist ja hier realistisch und machbar. Ja, mein geiles Gaming-Setup auf jeden Fall hier. Meine Switch steht auf dem Tisch mit dem Pro-Controller. Nice auf jeden Fall. Ja. Alter, dieser WhatsApp-Sound hier von Android, der mir wieder durch die Ohren kommt hier. Wir schreiben so WhatsApp, bis alle kommen sollen. Ja, ist halt echt so. Also Leute, ich hoffe, da kommt gleich jemand, sonst cut das die Stelle tatsächlich wirklich raus, was einfach am meisten Sinn macht, weil hier einfach gerade null passiert. Kann mal David sehen. Nicht joinen. So, ne, ich muss mal irgendwann wieder Geld für Waffen ausgeben, hier sehe ich, glaube, das muss ich auch irgendwann mal machen. Mach's, vielleicht mal einen von nächsten Splatoon Online-Parten, so. Wäre mal gar nicht mal so dumm. Also ich frage jetzt Leute einfach, ob sie Splatoon kommen. Aber ich will nicht wieder wegschauen und nichts passiert. Go Power Ranger. Alles klar. Vielleicht ist bist du ein anderes, vielleicht ein anderes Team. Ich probiere das mal so klären, wenn das mache ich eine Runde sowas, sonst dauert alles so lang. Wir können ja gleich dann nochmal nachsäuen oder so, keine Ahnung. Ich mache es einfach mal einen Solo-Kampf in der Hoffnung, dass das Zeug dass das irgendwann mal funktioniert. Ich hab Hunger. Ja, super Sophie. Sophie hat schon wieder Hunger. So. Leute, Freund. Nee, es geht jetzt gar nicht. Gegner, kommt her! Und. Ja, David, spielen wir wieder Mario Kart, ne? Dann sehen wir ja, wer letzter ist. Nein, Handy. Nicht. Was? Achso, ja. Verräter! So, let's go, weil ich will hier jetzt bisschen, ist ja hier kein Video und kein Livestream, deshalb ist tatsächlich, meine Künste als Moderator hier jetzt,
alle Ehre leisten muss und kommentieren muss. David, kennst du auch die Leute, die so die ganze Zeit Splatoon suchten, bis sie Fanclubleiter werden? Jemand ist jetzt schon Fanclubleiter geworden heute. Oh. Der hat bestimmt die ganze Zeit, saß bestimmt auf Klo mit einer Tüte Chips und Cola und hat Splatoon 2 durchgespielt. Ja, genau, weil Leute auch die ganze Zeit mit Cola und Chips auf dem Klo sitzen und ich dachte, das macht nur ich. Nein, Scherz. Also, ja, Chips sind Beste. Chips sind Beste, merkt euch das. David sitzt ja nicht mit Chips da, David sitzt mit Zwiebelringen. Ja. Nö, Chips sind Beste. Kennt ihr netto Marken-Discount? Ist mal ein kleines bisschen Slice-Werbung am Rande. Im netto Marken-Discount gibt es so Chips, ich glaube, die Marke heißt Clarkies oder so. Und die sind einfach die besten Chips, die es gibt. Vor allem ist da richtig viel drin. Da ist nicht die Hälfte Luft oder so, sondern 100% Chips und das ist lecker. Diesmal am Rande zu Chips. Gut, dann gehe ich in den Netto. Merkt euch, Leute. Weil ist ja so viel Chips im Laufe der Mama, Zeit. Kannst du mich mal nach Netto fahren? Alter, der Netto bei uns ist 2 Minuten von der Haustür entfernt. Das ist bestes Leben. Und 5 Minuten weiter bin ich schon beim Rewe. David, kann ich bei dir wohnen? Ich bin auch nicht immer zum Netto. Ja moin, nur wegen Netto. Ja, Junge, 10 Minuten bei uns, mit der S-Bahn ist dir vom Mediamarkt. Ja, bei uns dauert es so lange. Wir haben ja, ich wohne sozusagen in einem kleinen Dorf so. Ja. Und dort ist so ein ist kleiner, auch. Da ist so ein kleiner Einkaufsladen. Vor allen Dingen, heftig. Wenn du willst da irgendwas kaufen, so was Bestimmtes, denkst du so, oh ja, ich kaufe mir jetzt lecker. Was weiß ich, Räucherwürstchen oder was weiß ich, dann hat der Laden das auf einmal nicht. Am nächsten Tag hat er es. Kenn ich. Ja, keine Ahnung, also ich wurde auch eher auf dem Kaff gesehen. Also wenn man es mit Münzen vergleicht, Kaff, aber es hat immer noch so viel Nicht-Kaff sein, dass wir ein fertiges Gewerbegebiet haben, wo es Rewe, Aldi, Lidl, Kaufland, Slag mich tot, was alles gibt. Aber Netto ist trotzdem Beste, einfach weil der in der Nähe von meinem Haus ist. Und im Bäcker sogar in derselben Straße. Easy going, selling life. Mann, so. David, du hast es gut. Ja, das ist echt so. Oh cool, ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Willst du nicht mal deine WhatsApp-Sounds ausmachen? Okay, super. So, da bin ich wieder. Da bist du wieder! Schön. Ja, ich musste den Sprachnachricht anhören. Das ist ja... Krass. Ja, krass. Heftig, ne? Ja, ich bin... Ist so heftig, Digga. Klasse. Vor allen Dingen, ich hatte die Hälfte der Nummer nicht, nur weil ich heute ein iPhone gekriegt habe, hatte ich die Hälfte der Nummern einfach mal nicht. Du hast ein iPhone bekommen, welches? Bestes Handy? iPhone X. Echt? Ja. Bist du reich? Vielleicht. Oder ist es mit einem Tarif gebunden? Ja, mit einem Tarif. Wie viel zahlst du monatlich, wenn ich fragen darf? Da musst du meine Mutter fragen. Okay. Weil die bezahlt sozusagen meine Handyrechnung, weil das geht auf ihre Handyrechnung mit drauf. Ah ja. Aber das ist nur so ein Leihhandy, also das würde mich total nerven. Wenn ich ein Handy hab, dann soll es mir auch gehören. Und das quasi nur geliehen für den Tarif, so, weißt du? Keine Ahnung, weil so... Wenn du den Tarif eines Tages nicht machst, gibst du das Handy ab, dann bekommst du ja neu, wenn es Dark Mist tot, das ist umständlich so. Ich bin mit meinem iPhone 6 ganz zufrieden. Der neue ist wahrscheinlich nächstes Jahr gegen das 6S oder. Nee, ganz klar gegen das 7S. Weil ich kaufe mir immer eins, quasi den Vorgänger oder den Vorvorgänger vom aktuellen, weil der dann inzwischen so billiger geworden ist und immer noch gut ist. Wobei die in Japan jetzt auch vom iPhone X so ein Fake haben auf Android basierend. Der original aussieht das iPhone X, sogar das Home-Menü
fast gleich gemacht haben, auf Android basierend, aber das ist sehr witzig. Aber wenn die Apps öffnen, sind die natürlich im Android-Design. Hm. Ist ja trotzdem witzig. Vor allen Dingen, es gab so einen richtig guten Klon, so das sah alles aus wie richtig wie so ein iPhone. So alles. Mhm. Bei der App Store, da weißt du, was da war? Da konnte man sich den Google Play Store herunterladen. Auf dem Fake iPhone. Ja, moin. Ja, ich lache, wenn man das auch auf einem echten iPhone kann. Da wird eher mal nicht funktionieren. Aber es gibt da die Google Play Music und Google Play Movie und so weiter, gibt es ja für iPhone. Aber man kann halt nur Filme darüber anschauen und nicht ausleihen. Weshalb ich seit meinem iPhone zunächst umgestiegen bin auf Apple Music, was auch viel besser ist. Hm. Und ich, ja gut, das Einzige, was ich Apple vermisse, aber das kommt bestimmt auch noch, ist sowas wie Netflix halt hat, so ein Streaming-Dienst. Aber dafür hat man ja Netflix. Ja, man kann sich ja Netflix dann noch herunterladen. Richtig. Und jetzt, wo es nach Köln zu Gamescom fahren mit dem Flixbus von München nach Köln, 10 Stunden Fahrt, wird lustig. Aber da kann ich halt einfach Netflix schauen währenddessen und das Zeugs downloaden. Das ist praktisch. Live-TV. Oh, ich kann ich jetzt Promi Big Brother live gucken oder was? Ach, es gibt diese TV-App da, ne? 7TV, ja. Ja, wow, ich meine das heißt nicht bei 7TV. Es gibt bei Apple so eine TV-App, mit der kannst du dir von allen Sendern die letzten 2-3 Episoden kostenlos anschauen. Ja, hab ich auch. Das ist ganz cool. Ich hab auch die 7TV App und da kann ich mir gerade Promi Big Brother einfach so. Ja, ich weiß. Weil ich hab mir jetzt für mein Zimmer, für mein Fernseher so ein Apple TV geholt. Der arbeitet ja zusammen mit den iPhone, iPad, was auch immer. Weil du musst wissen, meine Familie ist generell sehr Apple-lastig. Und das ist so cool. Da kann man jetzt das Zeugs direkt übers Apple TV anschauen, was man auf dem iPhone hat. Das ist praktisch. Ja, das Ding ist, meine Mutter will nur ein Samsung so Handys. Ja, ich habe iPhone, mein Stiefvater hat iPhone, ja, und meine Mutter ist Mist. Die Einzige, die dann Samsung hat. Okay. Ja, meine Oma hat auch Samsung. Ja, ich hatte früher Samsung Galaxy S4, aber das war 4S. Aber das ist, die S4. S4 Mini. Und das hat, naja, nicht gut. Oh, Katja! Oder war gerade Katja bei Promi Big Brother, Alter. So, und das war's mit dem Part Splatoon, liebe Leute. Aber das heißt, den bleib on und voice, weil ich nehme nochmal auf. Aber das war's mit dem Part, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.